herzlich willkommen zurück zu unserem Medieval 2 Total War Let's Play. Das letzte Mal haben wir uns ja einige fundamentale Fragen gestellt, wie es jetzt weitergehen soll, ob man die Exkommunikation riskiert und weiter gen Frankreich zieht, um hier jetzt Frankreich endgültig platt zu machen. Ich sag's mal so, wir haben es ja auch begründet mit der Herkunft und beziehungsweise unserem momentanen Seitenanführer. Und sagen wir es mal so, dadurch, dass die Aggression ja immer von Frankreich ausgeht, denke ich, ist da halt noch eine Rechnung offen. Also da kann man schon so ein, sag ich mal, Erklärungen finden aus der Geschichte heraus. So, man war hier die ganze Zeit friedlich, hatte hier sogar eine und hat auch immer noch eine Staatsehe, wo man dann jetzt sagt, ja, aber das können wir quasi nicht auf uns sitzen lassen. Ah, hier ist Palermo, da ist ja einiges los. Eure Befehle, Kaiser. Vielleicht schaffe ich auch mal meine Flotte hier zurückzukriegen. Volle Segel. Mal schauen, ne? Den Anker, mein Kaiser. Ja. Auf jeden Fall, da haben wir einige Begründungen, um zu sagen, ja, da ist eine lange Erbfeindschaft entstanden, wo wir sagen, ja gut, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Abgesehen davon, dass ich jetzt rein strategisch auch wichtig finde, endlich mal Progress zu machen, was Provinzen einnehmen angeht. Und deswegen wird die Exkommunikation stattfinden. Beginne die Belagerung, edler Kaiser. So, wenn wir jetzt die schon einnehmen können, dann gut. Sollte jetzt kein Problem sein. Wie gesagt, ich lasse es ausrechnen. Klarer Sieg. Ein bisschen sehr viel verloren. Aber dann haben wir jetzt Marseille eingenommen. So. Dann haben wir da erstmal faire Herrschaft, Ritterlichkeit, ja, wir wurden exkommuniziert. Das, was natürlich die große Gefahr beinhaltet bei sowas, ist halt die, wie wir bereits schon gesehen haben, dass die Inquisitoren unsere Anführer bzw. Generäle meucheln und Familienmitglieder. Das, sage ich mal, finde ich nicht so den Hit. Aber man muss halt da sagen, man muss da halt ein bisschen ins Risiko gehen. Ach du Scheiße. Das war jetzt bestimmt hier wegen der Exkommunikation, dass jetzt hier die Laune wieder runtergeht. Ja, das sind auf jeden Fall halt so Faktoren, die sind halt hardcore schwierig. Deswegen sage ich mal, kann man da auch Begründungsmuster finden, wo man sagt, ja gut, dann lassen wir das mal. Ja, ist auf jeden Fall nicht so einfach, aber wie gesagt, ich habe es ja versucht zu begründen. Ich will halt jetzt hier Progress machen und es macht für mich halt jetzt keinen Sinn, ewig hier rumzumachen, wenn man auch mal vorankommen muss. Und ja, ich hoffe, es ist halt nachvollziehbar. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal Ordnungsprobleme hier wie Sau. Das ist auf jeden Fall, sag ich mal, nicht so gut. Ja, mein Kaiser! Ja, Kaiser! Kaiser! Vorwärts! Befehle, Kaiser! Ja, mein Kaiser! Ja! So, dann haben wir es wenigstens, was blau ist, dann ist da wenigstens keine drohende Revolte. Gut. So, dann müssen wir halt mal gucken, dass wir auch noch ein paar Wirtschaftsgebäude bauen. Ja, hier können wir auch noch runtergehen. Das macht hier keinen Unterschied, aber gut. Hier haben wir wenigstens einen General drin. Gut, da müssen wir halt mal schauen. Hier möchte ich auch jetzt gerne mal eigentlich mal vorrücken langsam. Da warten wir noch auf den. Dann lassen wir, glaube ich, die Handelsritter zurück. Und ein oder zwei Bataillone Armbrustschützen. Dann ist halt gut. Und dann reiben wir halt den Rest von Frankreich auf. Ja, das ist auf jeden Fall soweit der Plan. Hier haben wir unsere zwei Armeen, die gegen Hamburg ziehen. Beziehungsweise Dänemark.
wo wir dann die Dänen endlich rausnehmen. Und dann, wenn wir unsere Häfen hier endlich wieder frei bekommen, dann werden wir auch viel, sehr viel mehr Handelseinkommen haben. Problem ist halt, dass unsere Häfen alle hier besetzt sind. Ich werde nur schon mal den Heute kommen wir Bewegungsbefehl nicht weiter, geben, Kaiser. damit wir es nicht vergessen. Und ja, jetzt soweit haben wir, denke ich, alles getan. Gehen in die Teile die nächste Runde. Einheiten des Reiches. Ja, es fehlt mir nur noch, dass die Byzantiner wieder anlanden. Jetzt schauen wir mal, wie sieht denn das aus? Das ist schon ziemlich stark. Ich ziehe noch einmal Wir wurden zurück. geschlagen. Männer, sammelt euch. Okay, Wir werden hier rasten. dann müssen wir. So, gut. Ja, ist auf jeden Fall ein Brett. Aber Diesen schauen Tag wir mal, wünschen wie wir wir uns uns da auf anstellen. in die Schlacht. Wird auf jeden Fall nicht ohne. Schauen wir uns mal. Ich meine, wir haben wenigstens Kaff. Sogar ziemlich viel Kaff. Wenn wir das richtig micron, sollte das auch ganz gut verlaufen. Ich habe jetzt mal übersprungen, damit wir jetzt hier mal vorankommen. Ich würde uns auf jeden Fall eher auf dem Hügel hier sehen. Das finde ich auf jeden Fall sehr viel angenehmer. So. Die halte ich nicht hier an der Flanke noch so bereit. So, die kleine Gruppe hier, die stelle ich hier einfach zur Flankensicherung ein. Und den Rest der Kaffe nutze ich halt einfach zum Charge. Die lasse ich auch noch da. Die stellen wir da hier auf die andere Seite, damit wir den vielleicht auch ein bisschen entzerren können. Und dann schauen wir mal, was da so geht, ja. Ziel ist halt wenigstens ein bisschen die Truppen im Nahkampf zu binden und dann, wie gesagt, mit der Kaff rein. Charges setzen. Kann soweit, denke ich, auch ganz gut funktionieren. Gerade weil er nichts hat, um mich mal eben abzufangen. Na, schauen wir, was da so geht, ne? So, da müssen wir ein bisschen sogar rausgehen, um hier unsere ganze Armee mitzunehmen. So. So, da versuchen wir uns mal jetzt ein bisschen hier schon mal zu platzieren. Okay, der hat da seine Schwertkämpfer. Der hat da seine Bogenschützen. Gut. Nur mal ein bisschen schneller mit den Truppen hier. Ja, ist schon ein bisschen beängstigend, muss ich sagen. Gut ist, dass er keinen Anführer in der Armee hat. Das ist schon mal gut für uns. So, da müssen wir nur rechtzeitig jetzt nahe kommen, dass wenn er reinstürmt, dass wir jederzeit reagieren können. Weil der marschiert halt recht breit, weil es kann.
ob wir da einmal kurz reinchargen können. Probieren wir es mal kurz. Ja. Einmal chargen klappt. Schnell wieder rausziehen. Schnell wieder raus, bitte. Raus, raus, raus. Wir mal hier hoch. So, ihr unterstützt mal da. Ihr chargt mal da rein. So, Entschuldigung, dass ich da ein wenig leiser bin, weil ich muss hier ja gerade sehr konzentriert sein. So, jetzt versuche ich mal hier die Bogenschützen reinzuchargen. So, die brechen alle, das ist schon mal gut. Feindliche General flüchtet, dieser Feigling! Vorwärts und zermalmt den Feind! So, da verfolgen wir jetzt alles. Es war nur gerade, ich habe hier nur gerade, weil es ziemlich knapp alles ist, da müssen wir entkommen vor denen. Weil, wie gesagt, ich möchte hier jetzt bestmöglich abschneiden und das Beste rausholen, weil ich kann jetzt nicht riskieren, dass wir hier irgendwas verlieren, diese Schlacht. So, der setzt hier mal einen Charge. Wunderbar. Na, es hat gut geklappt. Nur noch die so, jetzt brechen die auch. Streitmacht ist übrig. Da oben brauchen wir auch noch ein bisschen Unterstützer. Die reiben mal die auf. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, ist der Sieg unser. Ah gut, die setzen da auch einen Charge. Sehr schön. Mein Herr, nur noch die halbe Streitmacht ist übrig. Ja, das ist mir schon klar.
Es ist manchmal so schlimm, wenn die so hier so rumlümmeln. So, ich will da nicht 1000 Verluste machen. Jetzt ab in Ruhe. Wir haben die feindliche Armee geschlagen. Jetzt ist es Zeit, die Schweine zu zerquetschen. So, jetzt sollen die noch alle verfolgen, wo es geht. Die brauchen das nicht mehr, die sind ja eh schon im Eimer. Wo läuft hier noch was weg? Ich will da auf jeden Fall alles aufreiben, was geht. Naja, ist ja nur der Hauptmann. Deswegen, da passt es schon. Dann entschuldige ich mich nur mal, dass ich eben gerade ein bisschen ruhiger war, aber ich war da halt hochkonzentriert, damit das jetzt hier alles gewonnen wird. Weil das hätte jetzt extrem weh getan, hier zu verlieren. Beziehungsweise es wäre einfach keine Option gewesen, hier diese Schlacht zu verlieren, weil die extrem wichtig ist, um dann. Weil jetzt ist halt der Weg frei gen Dänemark. Weil wir jetzt da eine wichtige Schlüsselarmee, die ja die ganze Zeit in Hamburg saß, weggemacht haben. Aber gut, jetzt, das lief zu unserer Zufriedenheit. Wir haben keinen General verloren. Wir haben halt hier ordentlich geblutet. Bei den Rest der Truppe sieht man, dass ja Verluste sind extrem. Aber entscheidend ist dann halt, dass wir gewonnen haben. Es stand ja nach dem Schlachten-Counter 50-50. Ich denke, man hätte das auch noch ein bisschen besser machen können, aber ich bin insgesamt, bin ich soweit zufrieden. Deswegen, ja, alles in Ordnung. So, jetzt mal noch auf super schnell, damit wir jetzt noch eh nicht ewig warten müssen. So. Nur ein wahrer Held des Reiches kann einen solch vernichtenden Sieg ausknobeln. Ja, ist schon, ist halt schon heftig, aber gut. So, gerade bei der großen Armee werde ich maximal Lösegeld anbieten, weil dann können wir davon, also man könnte jetzt auch einfach alle hinrichten lassen. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir trotzdem so sehr korrekt unser Anführer ist und ritterlich. Und dann haben wir es eh erledigt. Es war so klar. Es war so klar. So, jetzt haben wir auch noch Krieg mit Polen. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch Budapest. Beziehungsweise Ungarn. Ja. Thorsten der Bärtige. Super Typ. Nein, danke. Die Befehle wollen wir nicht haben. Immerhin Ungarn gut. Immerhin haben die anscheinend uns jetzt unterstützt. Ratskammer in Frankfurt, Antwerpen, Rodung, Mens Farmgemeinschaft, Marseille Kirche, Marseille große Steinmacher, Kartoffelmacher. Okay. Gefolge vergrößert. Magdeburg bereit zum Aufrüsten. Rundenbericht, Siedlung wird belagert. Ja, Polen hat uns betrogen. Dieser selbstgerechte Abschaum hat endlich bewiesen, was viele bereits vermutet haben. Sie sind ehrenlose Verräter. Der Rat verlangt, dass sie für diesen Verrat mit ihrem Leben bezahlen sollen. Auf dass die Welt erfahre, dass Widerstand gegen uns den Tod bedeutet. Ist richtig, ja. Ist absolut richtig, ja. Kann man so formulieren, ja. Für das Reich. Ich sag mal so, was haben wir da drin? Ja, kann man auf jeden Fall verteidigen. Für das Reich. Ja, der Herr von Lübeck da. Kann da nichts anheuern. Das ist halt lame. Haben wir hier keine Söldner im Angebot. Für das Reich. Aber für das Reich. Den stellen wir dann dahin.
für das Reich. Der kann ja mit seiner Rumpftruppe hier hinziehen. Lasst uns zuschlagen, Kaiser. Ja, für das Reich. Na gut, bringt mir jetzt auch nicht wieder Maschinen, die dann gemeinsam hier kriegt der hier noch so hin. Nee, gibt's nicht. Ja, Kaiser. Alles klar, dann ziehen die dann zusammen gegen Hamburg. Dann sind die wenigstens nicht alleine mit ihren Rumpftruppen da. Ja. Es ist halt das Problem, weil man viele lange Grenzen zu verteidigen hat. Das sieht man halt jetzt einfach. Das ist einfach schwierig. Nuno, ich bleibe nicht ihr. Also da hat uns, sage ich mal, ist der Plan nicht so gut aufgegangen. Dadurch haben wir das halt forciert, dass die anderen uns alle den Krieg erklären. Ja, will ich jetzt nicht sagen, dass das so unbedingt der beste Plan war, ne? Aber ja. Nachher ist man halt immer schlauer. So. Ja, mein Kaiser. Nehmen wir Befehle, mit. Kaiser. Kaiser. Dann ziehen wir uns hier raus. Haben wir da nicht eine Balliste gebaut? War mir so. Aber gut. Für das Reich. So, dann sind wir hier in der Nähe. Für das Reich. Gut, dann ziehen wir da weiter. Lassen wir eins frei, dann rekrutieren wir uns noch. Ja, was sollen wir halt machen? Hier haben wir halt nur so. Na gut, die können wir auch woanders ein paar Einheiten einsammeln. Also das geht auch. Obwohl, hier können wir für die Stadtbesetzung, damit hier noch ein paar. So, da bauen wir eine Kirche, um hier ein bisschen die öffentliche Zufriedenheit hochzukriegen. So wie hier, da muss er auch langsam mal wieder. Muss er ein paar Kirchen bauen. Obwohl ich sagen muss, da müssen wir schon langfristig jetzt vielleicht wieder hinkriegen, dass wir nicht exkommuniziert werden, weil der Malus ist ja schon sehr belastend. Und jetzt sind wir natürlich freiwillig für die anderen Mächte. Für das Reich. Ist halt alles nicht so gut gelaufen, würde ich sagen. Für das Reich. Kann man so sagen. Alles ein wenig drunter und drüber gegangen. Jetzt ist, wäre es halt schön, wenn der Ungar einfach gegen, wenn unser ungarischer Verbündeter gegen Polen ziehen würde, das, wäre halt schön, ne? Kann ich da was machen? Habe ich da meinen Diplomaten irgendwo am Start? Ja. Mein Kaiser? Ich werde das Reich vertreten, Kaiser. Vielleicht kann ich die Fragen Seite angreifen. Polen. Wir sind nicht bereit. Okay, ja super. Dann sind die wahrscheinlich aber bereit, gegen uns zu ziehen. Uiuiui. Also ich sag mal so. Es tut mir leid, ich bin beschäftigt. Ja, ich kann mir Besseres vorstellen. Also, da sage ich mal, so war die Entscheidung hier. Ja, Kaiser. Wie ein Schatten. War die Entscheidung vielleicht nicht unbedingt die beste. Aber man muss halt Entscheidungen treffen. Und so ist es halt. Für das Reich. Gut, dann gehen wir in die nächste Runde. Gut, dass wir das Schiff da den Bewegungsbefehl gesetzt haben. Wir haben ein Angebot für euch. Ihr solltet es annehmen. Ich sag mal so. Wir haben jetzt gerade so viele Probleme, dass ich das sogar jetzt erstmal annehme. Bitte fahrt fort. Wir hören euch très bon. Aber sicher, wir hören euch zu. Ich begründe das halt so, dass wir jetzt Massilia eingenommen haben. Wir können dann noch die eine Rebellenstadt einnehmen. Und mir das gerade zu viel ist, wenn wir jetzt hier auch noch Völkerschlacht mit den
mit den Ungarn und so kriegen. Asgard von Lübeck. Ich habe da nichts dagegen, wir brauchen im Moment Generäle. Gesellschaftsregal, das ist witzig. Schwertschmiedegilde in Toulouse. Die Mongolen fallen ein. Es ist leicht, sich mit einem Feind wohlzufühlen, den man kennt. Doch die Gefahren zu gering zu schätzen, die jenseits der alten Welt lauern, birgt das Risiko eines bösen Erwachens, das zu einem wahren Albtraum werden kann. Dieser Albtraum ist die mongolische Invasion. Aufstand, das war ja klar. Kardinal stirbt. Schade. Ja, das ist schön. Polen und Dänemark, aber ich will da halt jetzt, wie gesagt, gerade Ruhe haben. Wenigstens für kurz. So. Agent entdeckt. Ja, die spielen jetzt da schon alle aus. Für das Reich. Ja. Dann soll der halt Bordeaux einnehmen. Dann haben wir auf jeden Fall eine gute Lage hier unten. Das ist alles miteinander verbunden. Können wir auch gute Truppen pumpen. Das halte ich jetzt für an sich nicht für so verkehrt. Für das Reich. Euch zu Ehren werden wir angreifen, Kaiser. So, da ziehen wir nochmal ganz kurz raus, da speichere ich. So, da werde ich nur einmal gucken, sonst mache ich das jetzt nicht, aber ich habe gerade keine Lust, diese Schlacht, zu kämpfen. So, dann können wir damit... So, dann haben wir nämlich da erstmal das beantwortet. Ich bin jetzt nicht sonst so der Fan davon, aber ich hatte gerade keinen Bock jetzt hier. Ich will jetzt Entschuldigung. So, jetzt hoffe ich, muss ich nicht die ganze Zeit husten. Auf jeden Fall versuche ich jetzt hier mal das Beste für uns rauszuholen. Ja, eine bessere Festung wäre hier auf jeden Fall nicht verkehrt. Und es hätten noch so ein paar Billo-Truppen, Hauptsache. Hauptsache ein bisschen Manpower jetzt. Für das Reich! Der soll sich da mal drum kümmern. So, das ist doch gut. Ruhm und Ehre dem Reich! Ja, Kaiser? So. Da noch ein paar Einheiten. Wien hätte ich gern noch ein paar Truppen. So. Es ist alles gerade nicht so einfach hier, ne? Es ist halt gerade so, wie es ist, ne? Müssen wir halt klarkommen, aber kommen wir schon irgendwie. Man muss halt an den Herausforderungen wachsen. Befehle, Kaiser! 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 Ja? Ja, mein Kaiser! Ja, Kaiser! Mein Kaiser! Kaiser! Befehl! Marschiert! So, dann ist Mens nicht komplett unbewaffnet. Dann schicken wir den da oben hin. So, damit wir jetzt hier erstmal ein bisschen Truppen pumpen gegen die Dänen und die Polen. Damit wir da, weil der muss auf jeden Fall Richtung Polen ziehen. Weil das beantworte ich nur mit Landgewinnung und nicht mit irgendwas anderem.
weil ich, ja, es ist halt hier in diesem Spiel halt klar, aber vielleicht, sage ich mal, die Lehren sollten jetzt doch ziehen, vielleicht den Gang nach Canossa zu ziehen und vielleicht auf gute Beziehungen mit den Papst erstmal zu machen, damit wir hier nicht so viele Mali haben, weil ich guck mal, weil anders kann ich mir diese mega Unruhe nicht erklären. Quatsch, das wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte die Siedlungsdetails. Ja, Exkommunikation ist halt so ein Unruheherd. Können wir ja nicht brauchen, weil wir sind auf gute Steuereinnahmen angewiesen. Deswegen, ja, kann man da natürlich auch als Schwäche ansehen. Wie weit kommt der? Der kommt uns noch nicht so gefährlich nah. Mein Kaiser? Ja. Aber das Begründungsszenario war halt klar, aber das, was hier bei dem, sag ich mal, Spielstand auch ein bisschen problematisch ist, dass ich hier lange rumgeeiert habe, das kann ich auch einfach zugeben, da bin ich auch so selbstkritisch. Da lief nicht alles perfekt rund. Aber gut, wir gehen in die nächste Runde. Wer ist da jetzt wieder gestorben? Agent entdeckt in Frankreich. Ja, da machen wir auch miese. Also jetzt nicht, dass wir komplett ins Minus rutschen, aber ja. Bologna, Wien hat Wirtshaus fertig, Antwerpen Rathaus, Marseille Kirche. Der unorthodoxe Sturm. Krieg gegen Venedig hat Krieg mit Sizilien. Interessant. Die Venezianer, das gefällt mir halt auch nicht, weil sobald der mir jetzt noch den Krieg erklärt, dann, ja, dann ist halt vorbei. Also, ja? Nicht verloren, aber es wäre auf jeden Fall ziemlich belastend. Für das Reich! Voller Stolz! Der hat halt auch nur so eine Gurkentruhe. Ja, mein Kaiser! Die mal geben. Befehle, Kaiser! Die geben. Kaiser! Die geben. Vereinen unsere Streitkräfte, Kaiser! Ja, ich gewinne da gleich ein bisschen Platz hier. Pass mal auf, ey. Wen soll ich zerschmettern, so. Kaiser? So. Ja, mein Kaiser. Das mache ich sonst nicht so gerne mit erfahrenen Truppen. Kaiser. Aber hier, diese Gurkentruppen da, das ist einfach nicht. Das ist ja hier, Kaiser. Der kann da auch rein. So, dann haben wir da wenigstens ein bisschen was sinnvoll. Ja, macht halt ja, auch mein keinen Kaiser. Sinn. So. Kaiser. Dann haben wir mal ein bisschen gemerged. Haben wir da ein bisschen Platz geschaffen. Mein Kaiser? Ja! Ja? So. Befehle, Kaiser! Kaiser! Lasst uns zuschlagen, Kaiser! Ich bin ja sonst nicht dafür, dass da so viele Generäle drin sind, aber besser als wenn die jetzt einfach da blöd lost rumstehen. Die Augen des Reichs. Jawohl, Kaiser. Ich bin unterwegs. Okay, der kann uns erst nächste Runde erreichen. Für das Reich! Lasst uns zuschlagen, Kaiser! Marschiere! Einfach ein bisschen Manpower klüppeln. Für das Reich! Befehle, Kaiser! Ja, mein Kaiser! Kaiser! Ja, mein Kaiser! Befehle, Kaiser! Ja! Vereinen die Armeen, Kaiser! Ja, mein Kaiser! Ja! Befehle, Kaiser! Kaiser! So, hier will ich jetzt nur volle Armeen haben. So, der geht rein. Ja, Kaiser!
Kaiser? Drei. Ja. So, Befehle, Kaiser. Kaiser? Befehle, Kaiser. Kaiser? Befehle, Kaiser. Kaiser? Befehle, Kaiser. Kaiser? Kaiser? Marschier! Verbinden die Truppen! Da wollen wir jetzt gesunde Einheiten haben. So, damit lässt sich auf jeden Fall was angehen. Euch zu Ehren werden wir angreifen, Kaiser. Ein stolzer Sieg für so, das weil Reich. Falls der angegriffen wird, dann können wir da uns erwehren. Ja, mein Kaiser. Befehle, Kaiser. Ja, mein Kaiser. So. Kaiser. Befehle, Kaiser. Ja, mein Kaiser. Kaiser. Befehle, Kaiser. So, ich überlege nur gerade, den können wir Kaiser? Auch noch mitschicken. Ja, mein Kaiser. Eine Kaff. So. Ja. Dann haben wir da auf jeden Fall ein bisschen, falls der einen Ausfall wagt. Ja? Wen soll ich? Ja. Ja? Vorwärts. Der Erbe, der soll in Magdeburg bleiben und da dann sich ein bisschen was aufbauen. Und dann, ja, schauen wir mal, wie es dann jetzt nach und nach weitergehen soll. Genau, in Wien wollte ich noch einfach zur Sicherheit ein bisschen Stärke zeigen. So, da. Ja, Händlerkai ist halt auch so eine Sache. Aber da baue ich erstmal eine Abtei. Da wird ein Wirtshaus gebaut. Da baue ich eine Ratskammer. So. Da baue ich eine kleine Armee. So, jetzt haben wir erstmal 4 ausgegeben. Aber wir haben ja auch vielfältige Probleme. Für das Reich! Achso, der belagert schon. Ja, dann müssen wir halt gucken, wenn es die Portugiesen holen, dann haben es halt die Portugiesen. Dann ziehe ich halt meine Truppe hier runter. Für das Reich! Voller Stolz! Schauen wir, was da passiert. Ich habe kein Interesse an einem Bündnis. Wir kommen, euch Kunde zu bringen. Nee. Nein, danke. Es ist natürlich eure. Bis zum nächsten Mal. Ja, ein hervorragender Ort für einen Hinterhalt. Nee, danke. Nee, bestimmt nicht. Kaiser! Der Feind wartet vor den Mauern! Er belagert uns! Gottfried Dietrich. Nee, danke. Für das so, dann ist das schon mal passiert, was ich mir gedacht habe. Ist halt schon belastend. Bis der hier mal irgendwo angepimmelt ist, ne? Ja. Morgen ziehen wir weiter, mein Kaiser. Okay, die haben uns noch nicht den Krieg erklärt, beziehungsweise verschlechtert. Ja, das ist mir ziemlich Wurst. Bau abgeschlossen, Wirtshaus in Florenz. Ritterliche Herrschaft, sehr schön. Frankfurt wächst, das ist schön. Rundenbericht ist okay. Siedlung belagert. Stettin. War klar. Für das Reich! Da ist der dänische Anführer. Der hat da eine ordentliche Armee zusammengetrommelt. Wen soll ich zerschmettern, Kaiser? Ja, Kaiser. Wir werden keinen der Fremden verschonen. Das war der Untergang der Feinde des Reiches. Kaiser, vorwärts! Das ist aber jetzt die Söldnerart. Da können wir nämlich jetzt Deutschritter bauen. Das halte ich für durchaus angenehm. Ja, hier pumpen wir trotzdem nach wie vor unsere Truppen. Brauchen wir. Brauchen wir. Sind zwar immer noch nicht die besten, aber die Festung ist ja nicht so unfertig.
für das Reich. So. Sehe ich immer noch schwierig. Der hat halt eine extrem starke Armee. Also auf jeden Fall eine ziemlich ordentliche Armee. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ja, mein Kaiser. Mein Kaiser? Kaiser? Ja! So. Wir werden sie für euch besiegen, mein Kaiser. Eure Befehle? Da war es erstmal wichtig, ja, dass wir das verteidigen. Ja, Kaiser. Für wen soll ich zerschmettern? Ja, Kaiser. Okay, der kommt da nichts so. Wen soll ich zerschmettern, Kaiser? Oh! Mir stellt sich niemand. Bereite okay, einen Hinterhalt vor. Wir halten hier an. Für das Reich. Ja, das ist auf jeden Fall alles noch spannend, weil die haben halt langsam ganz geile Armeen und wir halt immer noch nicht. Und das ist halt unangenehm. Wieso? Oder einfach noch so eine Billo-Einheit. Ich will da einfach nur. Seid gegrüßt, Kaiser. Niemand Wen kann den habt stoppen. Ihr im Verdacht? Ich bin Diener Gottes. Nee. Ein Prozess wegen Ketzerei, Kaiser? Ach, kennen Sie. So, da haben wir auch noch einen Attentäter. Also. Da haben wir noch immer ein bisschen mehr dicke Backen. Ich würde ja aber lieber Bauern bauen. Gerade nicht geht, gerade nicht. Ja, wir haben halt noch nicht so die Orte, wo wir geile Einheiten pumpen können. Das ist, das nervt halt gerade. Also haben wir zwar schon jetzt in Toulouse, aber ist halt klar, ne? Für das Reich. Ist halt am Arsch der Welt. In Frankreich nervt auch nur, alles nervt hier gerade. Sind hier noch die Engländer unsere Verbündeten? Man weiß hier ja nichts und überall sind wir verteilt. Und ich werde jetzt mal langsam den nächsten Parts nach und nach unsere Armeen strukturieren, dass wir da mehrere Generäle ihre Armeen haben. Und dann ist auch gut. Gehen wir in die nächste Runde. Und schau mal, was geht. Wir kommen mit Kunde für euch. Gegner ist Venedig und die Mauren. Von mir aus. Hervorragend. Noch ein Vorschlag. Natürlich hören wir zu. Ach, wir haben ja schon Handelsrechte, okay. Ich akzeptiere das jetzt mal. Ist ja auch eine katholische Macht, also kann man da Rechtfertigung finden. War ja klar. Wir werden belagert. Auf jeden Fall gehen jetzt die Polen richtig rein. Ja, dort nehme ich auch noch gerne Deutschritt an. Boah, die haben halt nur diese Kaff-Armeen. Aber gut, die sind jetzt nicht. Ich denke, ja? Die kann man ganz gut verteidigen. Vorwärts. So, beziehungsweise schlechter zu Frankreich, sehr schwach. Ja. Ja, Mongolen, Türken. Okay, dann wissen wir, auf welcher Höhe sie sind. Dann sind das, ist das eher unerheblich für uns. Sizilien, ja, haben wir ja gerade gemacht. Venedig wurde exkommuniziert. Interessant. Magdeburg haben wir jetzt endlich eine Festung. Neues Familienmitglied Arnold. Sehr schön. Genua wächst. Ja, die haben ja über ihre Kackagenten. Wenn ich das mal so salopp formulieren darf. Ja, langsam funktioniert das auch. Cash einigermaßen so. Für das Reich. Ja, da kommen wir gerade nicht ran. Wir werden ehrenvoll erobern, Kaiser. Ruhm und
und Ehre dem Reich. So, da besiegen wir jetzt mal die Rebellen, dann haben wir da mal ein bisschen Ruhe. Die Armee müssen wir noch ein bisschen tunen. Mit diesem Sieg ehren wir den Kaiser. Ja, Kaiser. Der geht erstmal. Ja, Kaiser. Geht der nicht da. Lasst uns zu. Ja, Kaiser. So, den möchte ich gerne. So, den möchte ich gerne nach Menz bringen. So, um da ein bisschen Struktur. Der soll den nächsten Frankreich-Feldzug vorbereiten. Ja, Kaiser. Ansgar von Lübeck, der soll jetzt mal Regent Prag gehen. Ne, erstmal gegen Nürnberg. So, dann haben wir jetzt hier unseren Kaiser. Wen soll ich zerschmettern, Kaiser? Der kriegt jetzt erstmal sämtlichen Zug. Kaiser? Ja, Kaiser! Ah, nee, das, ja doch, das ist unser Kaiser. Der kriegt jetzt erstmal hier nach und nach eine stabile Armee zur Verfügung gestellt. So. Der kriegt dann noch ein paar Deutschritter. Und den Rest der Armee holt er sich in Magdeburg. Dann bauen wir uns noch hier Sätze. Hier jetzt mal Jahrmarkt. Ja? So, der zieht dann gleich nach Magdeburg weiter. Weil dann können wir jetzt hier auch endlich Feudalritter bauen. Ein bisschen bessere Einheiten. Und dann sieht es, ja, glaube ich, jetzt Kaiser auch langsam besser aus. Das ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen entscheidend, dass wir da jetzt Wetter machen. Ich hätte auch gern noch da jemanden in Wien abhängen, aber das ist dann noch Frage. Damit wir auch potenziell gegen hier die Ungarn reagieren können. Aber jetzt ist erstmal wichtig gegen Polen. Deswegen geht der nach Nürnberg und geht dann da weiter nach Prag, damit wir da auch noch einen General haben. Dass man da und nach Armeen aufbauen kann, die uns dann auf unsere Feldzüge leiten. Also ich denke, die polnische Armee können wir ganz gut defen, weil der ja da hauptsächlich Kaff drin hat. Polnische Edelmänner und die können wir, glaube ich, die können ja alle nur durchs Tor rennen und da können wir wieder unsere Schnittstelle verteidigen und dann denke ich, ist das ganz okay. Ein Schatten. Jawohl, Kaiser. Ansonsten hat er ja nicht so viel zu bieten, glaube ich. Also das können wir auf jeden Fall alles machen. Dann ist noch wichtig, dass wir uns hier eine schöne Armee aufbauen und dann endlich hier Dänemark rausnehmen. Dann ist da auch ein Stressfaktor weniger. Ansonsten, ja, läuft so durchwachsen. Ich kann mir das halt vorstellen, dass man da am Anfang, habe ich da viel zu langsam gespielt, da hätte ich mir weit mehr, weniger Probleme schaffen können, wenn ich vorher wahrscheinlich mehr proaktiv gewesen wäre. So müssen wir halt jetzt auch mit der Exkommunikation leben, das ist natürlich ein bisschen belastend, aber ja. Ist halt jetzt so, wie es ist. Ich habe es mir halt vielleicht dadurch auch schwerer gemacht, als es notwendig war. Wenn die KI, die hat natürlich da so, funktioniert da so, dass die natürlich erstens halt reagiert, okay, da ist halt ein Algorithmus, der sieht dann halt, okay, die Städte sind unbewacht, dann erkläre ich jetzt den Krieg. Ist egal, warum, wieso. Aber dann ist wahrscheinlich noch der Faktor Exkommunikation. Jetzt kann ich eh gegen katholische Reiche ziehen. Ist dann wahrscheinlich auch nochmal ein Faktor. Und dann ist wahrscheinlich die Entscheidung, Bündnis zu brechen und den Krieg zu ziehen, ist dann wahrscheinlich bei der KI dann so, ja, jetzt sind diese zwei Faktoren erfüllt, dann bricht er eh das Bündnis. Und ja, das ist halt alles ein bisschen schwierig. Und verläuft jetzt nicht so zu unseren Gunsten. Ich bin weder euer Freund noch Feind. Ja, voll. Aber in Toulouse können wir mal ein paar Bauern als Besatzungstruppen bauen. Aber jetzt nicht viel Geld. Für das Reich! Ja, eigentlich würde ich den schon ganz gerne hier lassen, ne? Weil, wenn was ist, ist der Volk mal hier. Der bleibt jetzt da erstmal stehen. Da müssen wir uns halt noch überlegen, aber es macht jetzt auch keinen Sinn, den komplett wegzuziehen. Ne? Weil wenn Frankreich dann, die werden ja früher oder später wieder politisch und geopolitisch aktiv sein. Also, ja. Da werden wir uns halt noch eine zweite Fullstack hochziehen. Wen soll ich zerschmettern, Kaiser? Und dann ziehen wir mit zwei Fullstack hier lang. Dann wird das schon werden. Und
Das Gute ist, jetzt können wir den dann auch noch nach Magdeburg bringen. Mein Kaiser? Dann können wir in Magdeburg dem auch noch eine Armee geben. Ein bisschen lebt er ja noch. Und dann haben wir hier zwei Fullstack-Armeen, die den Konflikt lösen. Hier ziehen wir eine Fullstack hin, die noch im Polenfeldzug unterstützt. Hier unten bauen wir auch noch was auf. Vielleicht schicke ich den dann auch einfach noch nach Magdeburg. Dann kriegt er da auch noch seine Armee. Ist wesentlich sinnvoller. Und ja, dann denke ich, wird es auch sich hier wieder alles ein bisschen festigen. Und ja, hier langfristig will ich trotzdem die Franzosen wegmachen. Ich, wie gesagt, aufgrund der Situation habe ich jetzt erstmal da wollte ich da jetzt erstmal ein bisschen Ruhe haben, damit wir hier ein bisschen mehr unsere Truppen gebündelt jetzt endlich die Dänen rausnehmen lassen können. Weil, ja, ist jetzt auch nicht so doll. Also das kriegen wir schon hin. Ich habe ja genug Kavallerie, um das zu managen. Aber ja. Ich glaube, ich hoffe, das war alles. Meine Abschlussgedanken waren noch nachvollziehbar. Ansonsten hoffe ich euch, der Part hat wieder Spaß gemacht, auch wenn ich bei der einen Schlacht etwas ruhiger war, aber man sieht ja, es geht jetzt auch um was. Und ich freue mich auch, wenn ihr in den zukünftigen und auch in meine alten Videoprojekte schaut. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Iron.